Privat. Also private Schule, privat deswegen, weil wir sind natürlich keiner Institution oder irgendeiner Industrie zugehörig, sondern uns. Betreiben diese Schule privat. Rutscht mir gleich mein Messer aus hier. Ja, wir betreiben diese Schule privat. Nur wir für uns. Und für die, die sie nutzen. Es gab mal eine innerliche Entscheidung, dass Salons machen, also einen reinen Salon machen, unternehmerisch, für uns nicht das Ziel ist. Aber wir haben uns dann entschieden, mehr auf Education, also aus Aus- und Weiterbildung zu gehen und lieber dem Unternehmer, der das macht, dann maßgeschneidert das Konzept zu geben, also den dann in Qualität zu entwickeln. Es ist echt. Und das ist das, was mich als Unternehmer daran fasziniert. Alles, was mir versprochen wurde, wurde eingehalten. Und das finde ich eben so besonders, weil ich als Friseur so eine tolle Basis bekomme, um eben auch Nachhaltigkeit für den Kunden zu schaffen in Form des Haarschnittes und auch der Haarfarbe. Und das ist ja das, was wir entwickelt haben mit unseren Marken, die wir entwickelt haben, Organic Hair Cutting, Organic Hair Coloring und auch unsere Produktserie, was an die Hand zu geben, wo er sich an seinem Standort als Marke praktisch definieren kann. Hier in der Schule ist es ja so, dass die Friseure nicht befähigt werden, irgendwelche Kopien herzustellen und irgendwas nachzumachen, sondern die werden angeregt, halt selber zu kreieren und mehr auf ihr Grundwissen zurückzugreifen und daraus neue Dinge zu bauen. Wenn man es mal ganz klein runterbricht, verbindet alle nur eine Sache. Sie suchen eine Professionalität und eine Qualität in ihrem Handwerk. Also ich glaube, wenn man die auf der Bühne sieht, kann man nur sagen, total professionell. Und wenn man sie dann aber auch privat sieht, kann man einfach nur sagen, das ist trotzdem eine super gute Zusammenarbeit, wo man immer noch das Gefühl hat, hier ist man Mensch und darf das auch sein. Welche drei Eigenschaften hätte ich gern von Petra? So eine tolle Körperhaltung? Wieso eigentlich die Körperhaltung? Die Körperhaltung sagt alles über Haltung. Man könnte auch sagen, die Haltung, die meine Frau zu vielen Dingen hat, kann man ablesen an der Körperhaltung. Oh, Schatz, das ist sauber schön. Sag und wie es war, ich würde jetzt mal sagen, Liebe auf den ersten Blick. Weil wir haben so gespürt, dass die Vision, die Thomas und Petra hatten, dass wir sie unbedingt unterstützen wollten, ihre Vision zu leben, weil sie so anders waren und so eine Liebe für die Branche auch hatten. Und das drückten sie in allem aus, was sie sagten, was sie taten. Und da haben wir gespürt, dass sie wollen wir unterstützen. Es ist eigentlich ganz einfach, weil Thomas und Petra für mich Visionäre sind. Und auf einer globalen Basis zu arbeiten, bedarf es wirklich, Menschen zu haben, die Visionen kreieren können, die neue Wege gehen können, die Impulse in die Branche geben können. Und das machen sie mit einer großen Fachlichkeit und einer großen Professionalität. Und das berechtigt sie dazu, weil sie echt nach vorne gehen. Da gibt es zwei Sichten, glaube ich. Es gibt da unsere Sicht. Auf was gibt es zwei Sichten? Was unsere Aufgabe ist. Als Global Creative Artist bei Wella? Mhm. Also ich sehe die Aufgabe, dass man, glaube ich, eine Branche wirklich entwickeln kann. Das sehe ich als Aufgabe. Und dass man den Visionen, also wir sind ja da Visionäre für die Branche, also ne, das, was wir tun, auch ein Stück weit die Leute inspirieren und was darstellen, wo viele sagen, oh, das wären wir auch gerne. Das lerne ich jetzt von denen und dann mache ich das noch viel, viel besser. Aber die ahnen nicht, dass genau das wollen wir ja. Ist ja das, was die Branche wirklich weiterbringt. Also wenn ein gesunder Battle auf einer Qualitätsebene stattfindet, ja. Und der schönste Moment ist eigentlich so dieses, wenn du merkst, also wenn ein Unternehmer kommt und sagt, du Mensch, ich merke jetzt, also bei mir läuft es richtig gut. Also wenn man so dieses Gefühl hat, die Dinge sind im Flow, aber aus einer Selbstverständlichkeit und nicht mehr mit einem Mega-Kraftakt. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis das einfach dann im kommerziellen Markt dann auch angekommen ist. Aber eben Natürlichkeit ist Thema mehr denn je. Es gibt immer wieder neue Inspirationen und die Welt von Brockmann und Knöter ist für mich halt einfach auch ein bisschen Herzstück. Und es sind auch gerade Leute wie Thomas und Petra, die sagen, das, was natürlich ist, ist schön und Natur ist schön, Natur ist lässig. So bin ich und das ist so auch schön. Am Schluss wollen die Leute immer noch begeistert und berührt werden, richtig?
super Image bedienen, ne? Die Frau, die kocht, der Mann, der aufs Essen wartet. Aber ich muss da eins sagen, du kochst doch super.